Herzlich willkommen in Auge TV. Heute wird es ein bisschen anders bei uns, denn es gibt weniger Beiträge, aber dafür mehr Spiel und Spaß. Spiel und Spaß, genau. Kann man wörtlich so sagen. Genau, es waren, wie ihr wisst, sind die Schnupperwahlen schon aus. Und die Wahlbeteiligung liegt jetzt bei 10,86%. Und die Jusos haben gewonnen. Sie haben sieben Sitze bekommen und haben 21,17%. Genau. Haben sie erreicht, genau. Eine andere Hochschulgruppe, die Stars aus Homburg, haben tatsächlich 6 Sitze geschafft. Das ist etwas ganz Großes, weil das ist eine ganz neue Hochschulgruppe. Genau. Alle haben die gewählt. Und was haben denn die anderen eigentlich geschafft? Kannst du das mal ganz kurz vorlesen? Also die aktiven Idealisten haben 3 Sitze bekommen. Das Team hat 1 Sitz. Die grüne Hochschulgruppe Campus Grün hat 4 Sitze bekommen. Die Hochschulgruppe hat 1 Sitz bekommen. Die MedCamp hat 6 Sitze. Die Piratenhochschulgruppe hat 4 Sitze, RCDS hat 2 Sitze und die LHG haben 4 Sitze. Genau, jetzt bin ich mal gespannt, wie die Koalitionsverhandlungen dann vorankommen werden und wer mit wem dann tatsächlich koalieren wird. Wird also ganz spannend. Bei MedCap ist es ganz interessant, die haben nämlich 6 Sitze gewonnen. Das Problem aber ist, dass sie nur 5 Kandidaten haben. Und es gibt ja noch diesen Außenreferent, das heißt, Stupa wird nur noch aus 31 Abgeordneten entstehen. Und da einspringen kann keiner sonst? Nee, oder so was? Funktioniert das nicht. Also nur diejenigen, die wirklich auf der Liste waren. Mhm. Stupa wird halt ein bisschen kleiner, aber vielleicht kann man ja da auch besser operieren, was das Ganze angeht. Ich verstehe. Also, ja, genau. Jetzt sind genau 16 Sitze nötig, damit man einen Aster bilden kann. Wir werden jetzt mal über die Stupa, über die Wahl noch einen Beitrag sehen und danach reden wir weiter. Genau, Beitrag ab. Also nach der Wahl, wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass es keine Studiengebühren gibt, dauerhaft. Wir werden auch gleichzeitig natürlich dafür kämpfen, dass die Kompensationsmittel erhalten bleiben. Das ist ungemein wichtig. Wir werden uns dafür einsetzen, dass es ein besserer und freierer Zugang zu Masterstudienplätzen gibt. Und natürlich, das ist eigentlich das A und O von Hochschulpolitik, einfach bessere Studienbedingungen täglich dafür zu kämpfen. Das sind viele Kleinigkeiten oft, aber in der Summe macht das was aus. Da du ja die rechtswissenschaftliche Fakultät vertrittst, könntest du vielleicht noch mal kurz was zum BWLern sagen, was ihr da so an Knackpunkten mit aufgenommen habt, was ihr da verändern möchten wollen. Also bei den BWLern, was jeder natürlich in der Rivi direkt sieht, sind die Prüfungsämter, die dringend mehr Personal benötigen, damit man nicht morgens sich hinstellt und abends immer noch dort steht. Also geht es praktisch um die Öffnungszeiten, dass man die erweitert, genau. Verlängert. Okay. Die Öffnungszeiten und natürlich auch gleichzeitig mehr Personal für die Prüfungsämter. Dann bei den BWLern ist natürlich das Modellprojekt Videovorlesungen auch nicht uninteressant. Mhm. Und natürlich der Masterzugang für alle, die einen Bachelor haben und die das auch wollen. Und was die Hochschulgruppe eigentlich an sich umsetzen will, ist eigentlich einen offenen Master einzuführen. Das heißt, es gibt keinen Numerus Clausus. Wir haben in der Prüfungsordnung steht zurzeit tatsächlich, dass wir einen Numerus Clausus von 3,0 haben. Dieser Numerus Clausus ist aber natürlich nicht fest. Der ist nämlich variabel. Das heißt, es kommt immer auf Angebot und Nachfrage an. Jedes Jahr werden beispielsweise 90 Plätze angeboten. Wenn die Nachfrage natürlich dementsprechend groß ist, dann steigt natürlich dieser NC. Und wir vertreten eben die Auffassung, dass dieser Numerus Clausus in den Masterstudiengängen sozial ungerecht ist. Weil es immer noch Bachelorstudenten gibt, die nebenbei arbeiten müssen, die nebenbei jobben müssen, die ihre Miete zahlen, um eben über die Runden zu kommen. Und deshalb setzen wir uns für einen freien Master ein. Findest du die Wahlprogramme schlüssig und für die Studenten attraktiv oder gibt es da auch irgendwelche Punkte, wo man sagt, ja nee, das bringt überhaupt nichts oder das ist total, irrelevant oder ja, das ist so ein Punkt, wo man irgendwie ein bisschen drüber lächelt oder so? Also ich denke, ein Punkt, der hier ganz besonders ins Auge fällt, ist die Forderung von der LHG, den Campus an die Saarbahn anzuschließen. Also da frage ich mich, wie man das bewältigen will. Finanziell, das Saarland scheint ja sehr gut gestellt zu sein momentan, dass man solche Späße sich überlegt. Also ich finde, man kriegt viel zu wenig mit von den Wahlen. Man kriegt es erst, also ich habe es erst diese Woche mitbekommen, dass überhaupt Wahlen sind. Vorher wurde da irgendwie gar nicht wirklich was von gesagt oder zumindest habe ich es nicht mitbekommen.
Und jetzt werden einem hier Kondome und Lutscher in die Hand gedrückt und Flyer, aber ich finde, dass das nicht unbedingt ausreicht, um dann wählen zu gehen. Also denkst du, dass die Parteien die einzelnen Wähler oder Studenten ja nochmal gezielter ansprechen sollten oder reicht das mit der Werbung halt so aus? Ich wäre schon dafür, dass sie vielleicht gezielter ansprechen, vielleicht sogar während den Vorlesungen. Das müsste man natürlich mit den Professoren absprechen, aber ich glaube, gerade weil die Wahlbeteiligung so gering ist, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn die Parteien einfach mehr Informationen an die Studenten bringen, und zwar bequemer, weil viele sind sich ja zu bequem, an die Stände zu gehen vielleicht. Und dass, wenn man das vielleicht während den Vorlesungen macht, dass dann einfach mehr zuhören. Okay. So, zu Gast haben wir jetzt Jan Merlin. Genau, den. Von den Jusos. Er ist nämlich der Gewinner. Und zwar nicht nur wegen der Hochschulgruppe, die gewonnen hat mit 7 Sitzen, sondern er ist auch als Direktmandant in die Stupa eingestiegen. Yeah. Herzlichen Glückwunsch. Gut gemacht. Und wir wollen gleich mal loslegen mit unseren Fragen. Und zwar geht es darum, welche Konstellationen sind eigentlich jetzt möglich? Also wir wissen ja, es kann ja nicht so bleiben wie das letzte Jahr im AStA, weil man einfach nicht die Sitze hat. Wie funktioniert das jetzt? Also möglich ist vieles. Es ist in der Hochschulpolitik so, dass die Gräben jetzt nicht so politisch groß sind, wie jetzt sonst wo vielleicht in der Politik. Man guckt einfach, wo man zusammenarbeiten kann, wo die Leute passen, wo engagierte Leute sind. Und da werden halt im Moment Gespräche geführt. Es ist ja nicht viel, was fehlt, um halt auch eine stabile Mehrheit im Stupa haben zu können und auch einen Aster stellen zu können. Und da guckt man jetzt in alle Richtungen, ist aber offen für alles. Das heißt, ihr habt jetzt mit den Koalitionsverhandlungen auch angefangen und ihr werdet auch mit jedem reden? Ja, es wird mit jedem gesprochen. Ja. Okay. Gibt es eine Hochschulgruppe, wo ihr sagt so, no way, das geht gar nicht, dass wir mit denen irgendwas machen, dass wir mit denen koalieren oder? Also grundsätzlich wird mit jedem gesprochen und man kann auch mit jedem reden, also man kennt sich, der Stupa-Wahlkampf ist nicht so groß, man kennt sich. Aber es gibt so eine Hochschulgruppe, das war Campus Grün in dem Wahlkampf, wo man sich denkt, gut, das wäre keine Selbstverständlichkeit. Also die bräuchten nicht erwarten, dass man jetzt freiwillig auf die zugeht, aber die können natürlich gerne immer auf uns zugehen. Und was sind die Kriterien so, nach denen ihr guckt? Ach so, ja, es sind halt bestimmte inhaltliche Aspekte. Wir würden jetzt nicht mit jemandem zusammengehen, der fordert, dass Studiengebühren wieder eingeführt werden oder der jetzt bei geplanten Schließungen von Jura oder Medizin keinen Einspruch einlegen wird. Aber ansonsten gibt es relativ viele Überschneidungen auch mit. Und welche Inhalte sind für euch sehr, sehr wichtig, wo ihr dann auch sagt, ja gut, wir sind einverstanden mit einer Koalition, aber das muss unbedingt rein und ohne geht es überhaupt nicht? Inhalte natürlich, wie angesprochen, die Studiengebühren, wobei das natürlich das Stupa nicht primär entscheiden kann, aber es kann natürlich wie immer als Vertretung der Studierendenschaft in dem Thema auftreten. Dann ist für uns wichtig auch das Thema ausreichende Masterplätze und ein besserer Zugang zu Staatsexamen, zum Beispiel was die Pädagogik angeht. Und dann viele kleine Themen, was die Studienbedingungen angeht. Also ihr werdet dann sagen, ihr werdet auf den Tisch hauen und sagen, ja gut, das muss unbedingt rein. Ja. Okay. Gibt es so Überschneidungen von einem Programm mit anderen Hochschulgruppen? Ja, doch einiges, weil es geht halt bei vielen Themen wirklich nur darum, dass eine Studierendenschaft eine Vertretung hat und die Interessen der Studierenden sind halt relativ oft gleich. Das heißt, wenn zum Beispiel, wenn es darum geht, dass, was weiß ich, die Medizin in Homburg geschlossen wird, dann wird natürlich, ist originär jeder Student dafür, dass das erhalten bleibt. Und so ist es natürlich auch bei den anderen Hochschulgruppen. Es sind oft dann Kleinigkeiten, an denen es dann hapert oder wo man halt sich uneins ist. Oder natürlich auch manche Hochschulgruppen, die sich für Studiengebühren zum Beispiel aussprechen. Aber sonst gibt es da viel Überschneidungen. Frank, können wir eigentlich mit dem neuen AStA rechnen? Bald, denke ich mal. Also ich glaube, es läuft gut, die Gespräche laufen gut und ich denke mal, so in den nächsten Wochen wird das dann vorgestellt. Ja. So, Tipps kannst du uns natürlich nicht geben, mit wem man wahrscheinlich koalieren wird. Ja gut,
Also der jetzige AStA läuft ja gut. Er läuft rund und es ist ja auch so, dass nicht nur die Leute aus den Hochschulgruppen im AStA sitzen, sondern auch Unabhängige und Externe, die sich einfach durch ihre Arbeit ausgezeichnet haben. Und das wird größtenteils so bleiben. Also da gibt es kaum Gründe, warum man das ändern sollte. Dann können natürlich verschiedene Hochschulgruppen noch ihre Interessen reinbringen, aber ansonsten passt das. Ja, schön. Also es wird ja von der Studentenseite vorgeworfen, dass Dinge versprochen werden, die nicht eingehalten werden. Es ist so, das Studierendenparlament selbst hat viel Mitsprache und es hat auch viel Außenwirkung, aber direkt als beschlussfassendes Gremium ist es größtenteils nur über den AStA, also als Kontrollorgan des AStAs da, mhm, und natürlich über das Budget der Studierenden, die ein eigenes Budget haben. Und was die anderen großen Themen angeht, wie Fächerschließungen oder Ausgestaltung von Studienordnungen und sonst was, da kann das Stupa primär eigentlich größtenteils Empfehlungen aussprechen, kann halt wirklich als Vertretung der Studierenden und deren Interesse halt Druck ausüben und das ist dann so die Aufgabe des Stupa und da hat man manchmal Erfolg und manchmal halt nicht Erfolg, so sehr man es will. Ja, gut. Und wo liegen die Studenten eigentlich in dieser Kette der Universitäten? Du hattest ja ein Beispiel auch mal gegeben, dass es nicht so wie in der Schule ist, dass es ganz anders läuft alles. Und wo stehen eigentlich die Studenten? Wie viele Chancen haben die eigentlich, wenn man so also das Ganze betrachtet? Die Studenten können natürlich selbst inhaltlich Druck ausüben. Mhm. Sie haben aber auch konkrete Mitspracherechte in anderen Unigremien noch. Das ist zum Beispiel im Senat, wo Professoren, Mitarbeiter, Studenten, Uni-Angestellte und sonst was noch zusammensitzen und da haben die Studenten halt genauso eine Stimme und auch eine zählende Stimme, was die Großentscheidungen, die Struktur der Universität und sonst was angeht. Aber die Senatwahlen sind ein anderes Mal, oder? Also die sind morgen. Die sind morgen sogar. Wo kann man da wählen? Die sind morgen, ich glaube, von 9 bis 17 Uhr in der Mensa kann man wählen. Und da treten natürlich auch nochmal wir an als Senatsliste mit ein paar fähigen Kandidaten, die das schon eine Weile lang machen. Und da kann uns jeder wählen. Ja. Sehr schön. Also müssen alle morgen wählen gehen, ne? Genau. Auf jeden Fall wählen gehen, ja. Das ist auch eine der wichtigsten Organe, glaube ich, der Universität, das auch Entscheidungen hervorbringen kann. Deswegen sollte man da wirklich wählen, glaube ich. Sind auch sehr gute Kandidaten, dabei habe ich gehört. Ja, die Stupa-Wahlen 5% weniger als das letzte Mal. Und ich glaube auch weniger als davor. Was geht schief und was sollte man machen? Also letztes Mal waren es schon 3% oder 4% weniger als das Jahr davor und da war es schon weniger als das Jahr davor. Also es nimmt ab. Diesmal war es zum großen Teil auch nochmal der Grund, dass weniger Hochschulgruppen überhaupt Wahlkampf gemacht haben. Das ist ein kleiner Faktor dabei. Es ist einfach so, das Interesse ist nicht mehr so hoch daran. Es gibt generell vielleicht, glaube ich, mehr die Ansicht, dass man Studium noch mal mehr wie Schule sieht, in der man einfach nicht viel machen kann, wo man morgens hingeht, abends zurück. Das ist sehr schade, dass es so ist. Es wäre schön, wenn's noch mal anders wäre, dass die Leute bemerken, dass sie hier halt wirklich Mitspracherecht haben, mhm, dass die Universität halt wirklich selbstverwaltet ist und die Studenten da eine Stimme haben und dass sie auch nochmal die Chancen wahrnehmen, die so ein Campus und so ein Unileben bietet, auch kulturell oder gesellschaftlich irgendwie sich einzubringen und was mitzugestalten. Das muss jetzt auch die nächste AStA machen, oder? Ja, das wäre ganz wichtig, wenn der AStA macht so die Aufgaben, die er hat, macht er im Moment wirklich super und aber die Außenwirkung hat noch ein bisschen gefehlt. Mhm. Und dass Leute wissen, was dort überhaupt passiert und dass das eigentlich originale Aufgabe der Studenten selbst ist, dort mitzuwirken in irgendeiner Weise. Da komme ich eigentlich auch zu meiner anderen Frage. Und zwar bist du ja einer der beliebtesten Hochschulpolitiker überhaupt an der Universität. Du bist der Herzstück und Kopf von den Jusos. Das wissen wir ja alle. Und die Frage ist, sehen wir dich auch in der AStA? Nee, also mich nicht. Definitiv nicht. Zum einen aus Zeitgründen. AStA ist wirklich sehr, sehr zeitaufwendig und bei mir geht es jetzt so langsam aufs Examen zu. Und ich wollte, es ist auch mein erstes Jahr, wo ich ins Stupa komme. Also ich hatte schon mal auf der Liste kandidiert, aber es ist mein erstes Jahr, wo ich ins Stupa komme. Und da wollte ich mich komplett auf Stupa und die Arbeit dort konzentrieren.
Super. Vielen, vielen Dank. Und eine letzte Frage könnten wir einfach noch stellen. Was glaubst du, was Deutschland jetzt im nächsten Spiel macht? gewinnen, obwohl es spannend wird. Es wird spannend, auf ja. jeden Fall. Man darf sie natürlich nicht unterschätzen. Griechenland ist, glaube ich, ein ungemütlicher Gegner. Ja, genau. Man weiß nie, was, sie, ja. was da noch geschieht. Aber herzlichen Dank fürs Kommen. Und ja, was gibt es denn sonst noch Schönes? Wir haben einen coolen Beitrag über das Asta Open Air. Das war jetzt am Samstag, ne? Wart ihr da? Ja. Nein. Das war cool, gell? Also wir haben einen richtig coolen Beitrag. Orga TV war auch da und den gucken wir uns jetzt an, den Beitrag. Vielen Dank für die wunderbare Fürsorge, die wir hier erfahren. Und das alles an einem so tristen Sonntag. Was soll man dazu sagen? Käse? Wie bist du an den Job gekommen? Ja, das war ganz zufällig. Ich bin natürlich so ein super sozialer Mensch, der überall mithelfen möchte. Und da dachte ich mir, Bändchen macht glücklich und ich fühle mich da. Meine Aufgabe. Bändchen machen glücklich, okay. Hast du denn auch schon mal Leute unglücklich gemacht mit der Lochmaschine? Weil ich meine... Noch nicht, ich wurde sehr gut eingewiesen. Sehr gut eingewiesen? Wie lange wurdest du ausgebildet? Bestimmt 5 Sekunden. 5 Sekunden Ausbildung. Wie viele Finger wurden schon gelocht? Finger? Noch keiner. Noch keiner. Also, nur her! Ist das denn nicht? Ist das denn nicht? Also, wegen wem seid ihr heute hier? Ich bin hier wegen deinem Mann, um ehrlich zu sein, und wegen der Stimmung generell. Teamfreund! Eigentlich Turbostadt, aber wir sind ja nicht da, aber deshalb wegen der Stimmung. Ich habe eine Karte geschenkt bekommen. Also ich freue mich besonders auf Dendemann. Die anderen Bands sind natürlich auch toll, aber Dendemann hier in Saarbrücken ist natürlich, ja, wirklich klasse. Ist das denn nicht? Also, nur das Wetter könnte natürlich ein bisschen besser sein, aber macht uns natürlich nichts aus. Sehr gut, schöne Stimmung. Es ist gut hier, es ist laut, zum Glück regnet es nicht mehr, es macht Spaß. Das ist egal, man kann ja alles schön trinken, ne? Gut Wetter oder nicht gut, wir können viel Spaß haben. Ja, das stimmt. Ja, ist ein bisschen nass, aber eigentlich ganz okay, die Stimmung ist vorne gut. Sehr gut, definitiv. Der Act ist auch super gut und so langsam wird es ein bisschen wärmer, man kommt in Bewegung, also ist echt super. Ich muss aufs Klo. I knew it! On three! Here we go, you crazy motherfuckers! It goes a 1, 2, 1, 2, 3! Over there, I was just gonna say, no having sex on stage.
unless you wear a condom. Das passt bei mich. Ach, der Opener! Das kann ich hier mal zeigen. Oha. Ich habe mich extra gut eingedeckt. Oh, Himbeer-Maracuja-Saft. Ist das nicht Schleichwerbung? Nö, das ist okay. Da ist ja immer wichtig, dass man seinen Fruchtsaft dabei hat. Vitamine sind wichtig. Das stimmt. Seid ihr gut dabei? Sieht so aus? Ja. Ja. Wie haltet ihr euch fit oder warm? Mit Bier. Meine Freundin ist hier. Der Baum. Heißes Teil. Absolut. Und gibt's auch hübsche Mädels hier? Ah, sicher, wie sieht's mit den Mädels hier aus? Ja, bis jetzt ganz gut, wenn ich mal so gerade ausschaue. Ich wollte gerade den Mädel anpackern. Dann packt die ein Mikro aus, die Freundin ein Licht und die andere Freundin eine Kamera. Und verwirrt. Alles ohne her! Alles ohne her! Ich heiße Lisa. Ah, ich auch. Wirklich? Verrückt. Sonst heißt doch niemand Lisa. Und was ist mit dem Wetter? Macht euch das irgendwie die Stimmung kaputt oder ist euch das egal? Ist bestimmt nicht. Und ich sehe, du bist wettertechnisch perfekt angezogen. Hast du das extra gekauft, oder? Nee, ich war schon auf mehreren Festivals, unter anderem Rocco del Schlacco. Und es heißt ja auch immer Rocco del Macho. Und deswegen habe ich die Gummistiefel schon länger. Wir machen jetzt ein kleines Spielchen und zwar heißt das PowerPoint Karaoke. Es geht folgendermaßen. Jemand, der eine Präsentation noch nie vorher im Leben gesehen hat, muss jetzt diese Präsentation halten und weiß natürlich nicht, was auf der nächsten Folie alles kommt. Muss natürlich so halten, als hätte er die selbst geschrieben. Wir begrüßen unseren ersten Gast. Sein Name ist Puja. Komm rein. Hallo Puja. Hallo. Herzlich willkommen. Danke. Cool, dass du bei uns mitmachst. Ja. Und du weißt jetzt, wie die Spielregeln gehen. Jo. Ich werde dann einfach mit den Folien dann weitermachen, wenn es soweit ist. Alles und klar. Und du kannst einfach mal was erzählen darüber. Alles klar. Okay. Gut. Sag mal nur kurz, was du studierst. Ich studiere Materialwissenschaften und Werkstofftechnik hier an der Uni und bin im zweiten Semester. Deswegen bekommst du auch ein BWL-Thema. Ja. Ich hab gedacht, alles klar. Also, ich halte eine Präsentation über Produkt- und Sortimentspolitik. Ziele der Unterrichtsstunde sind es hierbei. Ich werde Ihnen erklären, was ein Produktlebenszyklus ist, was eine Portfoliomatrix ist und die Verbindung zwischen Produktlebenszyklus und Portfoliomatrix. Ja, so, dann ordnen wir mal Dinge in die Absatzwirtschaft ein. So, als erstes haben wir die betrieblichen Hauptprozesse, die da wären Einkauf, Produktion und Absatzwirtschaft. Und das wird immer größer und ich weiß nicht weshalb. Anschließend, ja, Produktlebenszyklus, ne? So. Ist aber Produktlebenszyklus ähnlich dem Lebensablauf oder eher nicht? So, ja, das haben wir ja. Okay, also beim Produktlebenszyklus, ein Zyklus, wie ich schon sage, da gibt es eine Einführungsphase und eine Wachstumsphase und anschließend eine Reife- und Sättigungsphase.
Ja, und am letzten Endes gibt es eine Degenerationsphase, bei dem der Zyklus wieder sein Ende findet. So, Merkmale dieses Zykluses ist folgendes. Das Merkmal ist, dass es bei der Einführungsphase ist der Absatzvolumen gering, richtig. Ja, die Kosten pro ME, ihr wisst alle, was ME heißt, ich brauche es nicht zu erklären, sind hoch und die Gewinne sind leider Gottes negativ. So, es gibt nur einige Konkurrenten, es sind nicht viele und die Marketingziele sind hierbei, Produkte bekannt zu machen. Okay, dann in der Wachstumsphase ist der Absatzvolumen schnell ansteigend und die Kosten pro ME sind durchschnittlich, die Gewinne steigen. So, und die Konkurrenten nehmen jetzt zu. Alles klar. Was sind hierbei die Marketingziele? Natürlich der größtmögliche Marktanteil. Okay, wir sind in der nächsten Phase, Reife- und Sättigungsphase. Absatzvolumen, Spitzenabsatz, Kosten pro ME ist sehr niedrig und so weiter und so fort. Gehen wir in die Degenerationsphase? Ja, das war's. Auf geht's. Visualisierung des Produktlebenszyklus. Hier sehen wir den Graphen und plötzlich war er wieder weg. So, Portfolio-Matrix. Das ist die Matrix. Hier ist es gering, hier ist es hoch. Der Marktanteil steigt von hier bis hier. Der Marktwachstum steigt hier auch. So, hier ist ein Fragezeichen, hier ist ein Stern. Hier ist eine Kuh, das ist das Basisprodukt und dann kommen die Gruppenarbeit. Und deshalb werden jetzt hier Fotos gezeigt und deshalb ist der Vortrag jetzt leider zu Ende. Also super! Vielen Dank. Ich habe auch ziemlich viel dafür gearbeitet. Ja. Man hat sofort gesehen, dass du dein Thema gut gelernt hast. Danke. Also, wirklich toll gemacht. Und jetzt kommt unser zweiter Kandidat hier. Das ist der Philipp. Philipp, stell dich mal vor. Ja, hallo, ich bin der Philipp, hier von OrgaTV und ich würde jetzt auch euch noch eine PowerPoint-Präsentation halten. Ich lasse mich auch mal überraschen, was auf mich zukommt. Wir haben ein tolles Thema für dich. Ja. Wir hoffen, du kennst dich sehr gut aus. Ja, genau da. Und das geht gleich los. Viel Spaß bei deinem Thema, Philipp. Wir sind sehr gespannt. Also wie gesagt, mein Thema heute, Verhütungsmittel. Häufig verwendete Verhütungsmittel, dann die natürlichen Methoden, Barrieremethoden und die chemischen Methoden. Hier ist das Ganze mal über die auf die verschiedenen Jahre aufgeteilt. Also los geht's bei 14 Jahren. Ich glaube 60 bis 92 Jahre. 92 ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber naja, egal. Wie gesagt, hier seht ihr halt hier die verschiedenen Verhütungsmethoden. Bei den Jüngeren halt Kondome. Die häufigste Methode wird dann über das Alter ja halt geringer. Okay, über diese Methode habe ich jetzt noch nichts gehört. Mit Kondomen lässt sich halt am besten verhüten oder beziehungsweise gibt es halt auch an jeder Ecke. Bieten die beste Sicherheit und besten Schutz. Okay, halt dann noch ein bisschen was zur Historie. Das wusstet ihr bestimmt noch nicht. Also wie gesagt, die wurden früher aus Fischblasen hergestellt und aus Schafsdamm. Und früher war das mal halt das teuerste Verhütungsmittel. Ja, das Kondom heute, besteht aus Latex.
Weiß bestimmt jeder von euch. Und genau, ansonsten brauche ich da wahrscheinlich nicht viel zu sagen. Genau. Ja, wie gesagt, ihr solltet beim Kauf halt aufs Ablaufdatum achten. Solltet es nicht ein halbes Jahr irgendwie im Auto vorne unter der Windschutzscheibe in der Sonne liegen lassen. Und genau, für jeden Geschmack ist da von euch was dabei. Also der Kollege von mir hätte vielleicht gesagt, ja, Augusto, ne? Aber ja, egal. Ansonsten, genau, wichtig, dass man es halt immer dabei hat. Und man sollte sich halt vielleicht nicht irgendwie mit spitzen Gegenständen oder so irgendwie draufsetzen, weil schon ist das Ganze für ein bisschen unnötig halt, ne? Genau, da kommen wir zum nächsten Verhütungsmittel. Diaphragma. Besteht aus gewölbten Latexmembranen. Genau, muss individuell angepasst werden. Genau, ist halt nicht ganz so einfach zu handhaben wie ein Kondom. Muss halt 8 Stunden drin bleiben. Und genau, Spirale, das ist aber heute eigentlich eher weniger verbreitet. Genau, Nebenwirkungen, Unterleibsschmerzen, kommt auch öfter schon mal zu Entzündungen. Ja, genau. So, jetzt wahrscheinlich auch zu einer weitaus verbreiteten Verhütungsmethode, die Pille. Wie gesagt, ist halt auch, man muss halt schauen, dass man die regelmäßig einnimmt. Und ja, ist halt auch ein einfaches Verhütungsmittel. 3-Monats-Spritze und etc. Gut, vielen Dank. Du Experte. Das Studio freut sich auch. Dankeschön. Also, wir wollten euch noch darauf hinweisen, dass jetzt Blutspende ist von der MTP morgen. Und zwar ab 11 Uhr im Foyer des Musiksaals. Genau, nicht verpassen. Also, das ist sehr, sehr wichtig. Ja, geht Blutspenden. Wir gehen auch spenden. Ihr müsst auch kommen. Ja. Wir danken dir, Philipp. Und ich danke auch. Zuschauern. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dann. Tschüss. Genau, tschüss.